Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben heute eine neue Folge, wie dominiert man auf der und der Map. Und die am meisten angefragte Map ist Slums. Und Slums werde ich euch heute vorstellen. Das Ganze geht natürlich auch bei Exclusive Ace auf seinem Kanal. Ihr könnt das gerne in Deutsch aber bei mir machen. Eure Entscheidung. Ich werde euch alle Spots zeigen, von denen man Leute killen kann. Ich werde euch die Spawnpunkte zeigen. Ich werde euch zeigen, wie man da besser spielen kann. Slums ist ein Remake aus Black Ops 2, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe Black Ops 2 nie gespielt, aber ich weiß, dass die Map da verfügbar war. Und ist eine der besten Maps für mich in Black Ops 4. Slums, Frequency, absolut geile Maps, stehe ich total drauf. Es gibt einige Spots, die ihr bestimmt so noch nicht kanntet. Es gibt einige Möglichkeiten für die Weitschüsse. Es gibt auf jeden Fall richtig viel, was man da irgendwie sehen will und sehen muss. Und deshalb zeige ich euch das heute und dann lasst uns direkt einmal da reingehen. Slums ist eine der Karten, die als Remake in diesem Game wirklich scheinen und wirklich für mich absolut Spaß machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Map zu spielen. Ich möchte euch das heute alles präsentieren, so dass ihr, auch wenn ihr das nächste Mal auf der Map unterwegs seid, definitiv gute Karten habt, was Gunfights angeht, was Punkte angeht, wie ihr Streaks erreichen könnt und. Weil es gibt wirklich so viele Punkte, die auch ich hier noch nicht kannte, die im alten COD im Black Ops 2 da waren und jetzt mittlerweile rausgenommen worden sind. Und ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Wie immer in dieser Serie werde ich euch auch zuerst die Hotspots auf der Map zeigen. Und der allererste Hotspot, den wir hier haben, ist definitiv hier auf der linken Seite gegenüber vom B-Building. B ist dort drüben, das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Ihr seht auch gleich noch eine Heatmap dafür. Hier werdet ihr immer Gegner finden. Entweder kommen sie aus dieser Richtung, versuchen hier im Headlitch ranzustehen und dahin zu gucken, oder ihr findet sie eben genau auf der anderen Seite und entweder sind sie hier in dem Gebäude und gucken hier lang oder stehen hier. Das hier ist ein schwerer Punkt, weil hier noch ein LKW ist. Das heißt, ihr könnt hier durchaus raufklettern. Hier konnte man früher durchschießen, das geht nicht mehr. Hier habt ihr aber ein bisschen Schutz, falls hier ein Gegner durchkommt. Der zweite Hotspot ist definitiv eher für Longrange-Waffen. Das ist dann nämlich hier genau in der Mitte. Hier seht ihr meistens Sniper oder Titan-Spieler, die hier campen. Meistens haben sie hier noch rechts ein Stacheldraht, links eine Barrikade. Ist aber ein Spot, da solltet ihr, wenn ihr Gegner suchen wollt, auf jeden Fall hingehen, da findet ihr immer jemanden. Genauso sieht das eben von der anderen Seite aus. Hier kann man auch wunderbar hinterstehen, kann man schön gucken. Hat hier noch ein bisschen Deckung vor sich. Das gleiche mit den Reifen, wenn es eng wird, einfach klein machen. Und solange kein Doppel-Vollmantelgeschoss dabei ist, ist man hier auch relativ safe. Dann haben wir noch den letzten Punkt und das ist einer der wichtigsten Punkte, gerade in Modi wie Herrschaft oder ähnlichem. Wenn ihr hier richtig schön in der Außenseite steht, das hier ist das B, also Blue Building, blaues Haus, sagt man auch, oder einfach Blue ist der Callout. Hier habt ihr zwei Optionen und zwar die beiden Fenster und rechts eine Tür. Hier könnt ihr komplett B dominieren, wenn ihr hier das unter Kontrolle habt. Ihr könnt hier rechts und links am Brunnen vorbei snipen, ihr könnt hier in Deckung gehen, ihr könnt hier lang snipen. Wirklich mehr als genug Optionen, hier durchzukommen. Dann lasst uns doch direkt zum Thema kommen, was passiert, wenn ich bei A vielleicht in Spawn-Trap gerate oder hier hinten irgendwie spawne und weiß, den Spot kennen bestimmt einige von euch. Hier auf die Bank einfach und dann da könnt ihr richtig schön Leute picken. Wenn sie da rechts kommen, könnt ihr sie da picken. Ihr könnt sie picken, wenn sie da kommen. Eine andere Option, wo ihr seltener erwartet werdet, ist definitiv hier dieses rote Auto einfach. Auf das rote Auto drauf und ihr habt einen perfekten Blick. Wirklich einen großartigen Blick. Ihr könnt hier sogar, ihr müsst immer gucken, ihr seid so ein bisschen in der Luft sozusagen, könnt ihr sogar so ein bisschen hier reinhaschen und seid von allem, was hier links kommt, geschützt. Das gleiche geht natürlich auch, wenn ihr euch hier klein macht und duckt, dann habt ihr immer noch wunderbaren Blick darauf. Nur aufpassen, dass ihr nicht runterrutscht. Neben diesen wunderbaren Möglichkeiten haben wir noch weitere Möglichkeiten auf jeder Seite. Ich werde euch das mal zeigen. Zum Beispiel könnt ihr, wenn da jemand diese Treppen hochgeht, wunderbar hier durchgucken. Da seht ihr diesen rosanen Tisch oder Stuhl oder was auch immer das sein soll. Und ihr könnt bis da durchgucken von hier und ihr werdet definitiv nicht gesehen. Zu 100%. Niemand wird erwarten, dass ihr hier steht und da hochguckt. Das heißt, wenn da einer die Treppen runterkommt und ihr vielleicht Vollmantel habt, einfach Schuss da durch und weg ist er. Das gleiche, wenn ihr hier raufklettert, guckt euch das hier mal an. Ihr seht die komplette Treppe. Das geht mit einem Sturmgewehr, mit einer MP geht das. Das geht auch mit der Sniper. Ihr könnt hier direkt rangehen und den Schuss auf die Treppe feuern und ihr habt den Blick. Ihr seid hier safe, ihr werdet hier nicht gesehen, ihr könnt gewallbanked werden, aber dafür muss man euch erstmal sehen. Dann haben wir natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten.
Wenn ihr hier im B-Gebäude seid, dann kennt ihr das hier. Einige Male irgendwelche Leute hier stehen, versuchen hier B dicht zu machen, versuchen euch hier wegzusnipen. Gerade hier in der Ecke sieht man so häufig Leute. Und was ihr theoretisch machen könnt, ist, natürlich gibt es die eine Möglichkeit, und zwar, ihr stellt euch hier einfach hin. Ihr könnt da direkt durchgucken. Dann seht ihr aber, ihr habt das Problem. Ihr habt da nur so, ich sag mal, begrenzten Blick auf diese Seite hier. Und von hier aus, selbst wenn ihr ganz knapp rangeht, es reicht nicht aus. Was ihr stattdessen aber machen könnt, ihr könnt auf diese Bank hier gehen, nicht zu hoch springen. Ihr könnt auf diese Bank hier gehen, da kann euch keiner sehen, alles in Ordnung. Und wenn ihr hier seid, könnt ihr da durchgucken, in die Ecke und könnt da auch hinschießen. Bedenkt aber hier, das hat Exclusive auch sehr, sehr schön angemerkt, wenn ihr da einmal gegengeschossen habt, seht ihr nichts mehr. Mit Vollmantel oder selbst ohne geht das aber trotzdem, könnt ihr die Leute aus der Ecke da wegholen. Ziemlich guter Spot. Müsst ihr genau überlegen, welcher für euch sinnvoller ist. Vielleicht hier einmal abwarten, da snipen, rotieren, rauf hier, vielleicht noch der zweite, da eine Ecke und snipen und weg ist er. Eine andere Möglichkeit, oftmals kennt ihr das, hier wird wieder ein bisschen gespawntrapped und dann steht ihr hier irgendwie drauf oder hier neben und seid völlig exposed und da seht ihr nur so ein bisschen rein. Und was ihr aber machen könnt ist, wenn die Leute etwas weiter weg sind, ihr könnt hier rauf gehen, seht ihr das, und könnt da vorne durchgucken, da wo die Sniper oftmals stehen. Wunderbarer Spot da vorne hin, um was zu sehen. Genauso die Möglichkeit, wenn ihr wisst, hier rechts von euch ist safe, hier könnt ihr auch rüber gucken. Ihr seht, wenn da jemand im Headlit steht. Ihr könnt sogar jumpshotten und jemanden sehen. Und das Ganze, wie immer, es geht bei Black Ops super, dass ihr bis zu einer gewissen Kante geht, könnt ihr hier auch noch rüber gucken. Eine andere Möglichkeit, Leute zu challengen, die da hinten in der Ecke sind, ist natürlich definitiv, ihr steigt hier rauf. Das habt ihr ja eben schon einmal gesehen. Was aber viel, viel einfacher ist, wenn ihr euch hier hinstellt, hier seid ihr ein bisschen safer, könnt ihr auch wunderbar reingucken, könnt auch die Leute holen, die hier auf der Seite sind. Als Alternative geht aber auch, dass ihr auf den Truck euch stellt und hier, wunderbar, ihr seht noch viel, viel mehr als eben gerade, ihr könnt hier sogar durchschießen, theoretisch, und ihr habt noch den Schutz von dem Zaun bei euch. Und hier wird euch nicht so oft jemand erwarten, also definitiv ein guter Punkt. Dann für diese Seite hier, da haben wir das ähnliche wieder, ihr könnt hier rauf und habt den perfekten Blick auf diesen Headlitch da, wo öfter mal einer steht, gerade wenn ihr gegen Party spielt. Eine weitere Möglichkeit, wenn ihr hier ein bisschen in den Spawn gedrückt werdet, ihr könnt euch hier hinstellen, hier drauf gehen und perfekt, da ist der Headlitch, euer Kopf ist vielleicht zu 10% in der Luft und ansonsten habt ihr hier perfekten Blick auf das Ganze. Genauso, wenn hier sich jemand mal wieder hingesneakt hat und versucht hier irgendwie Leute zu killen oder sonstiges, passiert auch des Öfteren bei Slums, geht einfach hier drauf und ihr seht ihn. Easy Kill, ihr habt Sicherheit, ihr habt alles, was ihr braucht, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, ziemlich perfekt eigentlich. Eine Option gibt es aber auch noch in der Mitte von der Karte, das zeige ich euch jetzt auch einmal. Und zwar, wenn ihr hier drauf seid, dann habt ihr natürlich einmal den Blick darauf. Ihr könnt diesen Headlitch hier nutzen, dann seid ihr sozusagen von vorne safe und so ein bisschen von rechts und links, nach hinten natürlich exposed. Ihr müsst immer darauf achten, wo sind eure Teammates, wie sind die Spawns gerade verteilt, wo bewegt sich wer. Aber wenn ihr jetzt da reingeguckt habt, da ist vielleicht kein Gegner und der Spawn da vorne ist immer noch da, könnt ihr hier ganz aufklettern, so einmal, und dann könnt ihr hier durchgucken und seht den Spawn da hinten. Ich denke mal, ihr könnt das erkennen, da könnt ihr komplett durchgucken. Das heißt, wenn ihr hier drauf steht und da vielleicht jemand im Headlitch ist, könnt ihr drauf schießen und könnt euch den holen. Ziemlich geiler Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt bis dahin schießen, ohne Probleme, ohne Sorgen. Sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen, so dass ihr eben noch eine bessere Möglichkeit habt, irgendjemanden zu treffen, der hier rumläuft. Hier gibt es das Ganze ansonsten nochmal für die Seite. Da seht ihr dieses Gebäude, da könnt ihr so ein bisschen hochspringen, da seht ihr aber eigentlich nichts. Da könnt ihr nur bis zu diesem Schild gucken, das hilft euch leider nicht. Dann will ich euch jetzt noch zeigen, wo die Spawnpunkte auf der Karte sind. Und wie ihr seht, sind die Spawnpunkte alle im Prinzip sehr, sehr weit auseinandergeteilt. Das sind die Hauptspawnpunkte. Ausnahmen sind wie immer frei für alle und Stellung, weil sich das Ganze hier mit der Stellung ändert und mit der Anzahl an Spielern bei frei für alle. Da haben wir noch verschiedene Spawns in der Mitte, die sind aber für uns jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig sind für uns die Spawns hier ganz außen rechts und ganz außen links. So wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr da und da gespawnt seid, wo der gegnerische Spawn aktuell ist, was euch wiederum dabei hilft, dass ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt, wo ihr auf der Karte gerade seid.
Das war wie immer alles von mir zur Map Slums, eine meiner absoluten Lieblingsmaps. Und wie immer frage ich euch jetzt auch wieder, welche Map soll ich mir als nächstes vornehmen mit allen Spots, mit allen Spawns, mit allen Line of Sights, mit allem, was dazugehört. Welche Map wünscht ihr euch? Bedenkt bitte, es gibt eine Playlist auf meinem Kanal, wo ihr genau gucken könnt, welche Maps ich bisher schon behandelt habe und welche nicht. Unter anderem waren wir schon bei Firing Range. Wenn ihr jetzt also Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare, lasst gerne eine Bewertung da, ich würde mich riesig drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, ich versuche jetzt wieder 100%ig gesund zu werden, ab morgen dann auch wieder mit Streams dabei. Ich bin raus, haut rein.